Fire team ban. Radiant team ban. Und wir sind zurück zum ESL Thinkfast Resilic Finale zwischen Chilibili und Otherlines im Best of 3. Sorry, dass ich eben ein bisschen scheiße gelabert habe. Best of 3. Somit Spiel 2 hier. Im ersten Spiel, Spoilers, haben Northern Lions das ganz erfolgreich auf einem Skeleton King runtergepusht. Mit einigen Teamfights und im Endeffekt doch war der Skeleton King nicht aufzuhalten. Jetzt schauen wir mal, wie es sonst so abläuft. Ich muss euch warnen, im Stream könnte es Probleme geben. Irgendwie ist es nicht ganz so stabil, wie ich es gerne hätte. Aber, ja, sollte okay sein. Ein WLAN bricht irgendwie ganz gerne mal ab. Aus unerfindlichen Gründen. Muss bessere Watch Dogs schreiben. Ja, die Bans erinnern uns an letztes Spiel. Außer, dass diesmal die Death Prophet gebannt wurde. Aber auch von Northern Lions, die sie im letzten Spiel gepickt haben. Und Chilibili hat sich einen First Pick Viper gemacht. Klar, eine Bannphase, die Bannphase wird sie nicht überleben. Aber First Pick, okay. Wollen sie wohl irgendwas Tankiges auf dem Rücken dieses grünen Giftviehs machen? Bin ich mal gespannt, was sie damit zu tun wollen. Auch immer schön zu sehen, das sind so Teams, die Northern Line jetzt hier. Okay, First Pick. Ja, Scareth Mage. Und dann keine Ahnung. Und ein früher Morphling. Morphling kann ich sehr unterstützen, aber so früh könnte es halt dazu führen, dass hier ein sehr starkes Mid-Game-Lineup ausgepackt wird, sodass der Morphling da nicht zurechtkommt. Ist ja auch ein bisschen konterbar. Wenn auch nicht so einfach, denn so, ja, so ein Replika kann halt immer irgendwo sein. Shotgun ist immer noch stark, zusammen mit Skyrath Mage passt es auch relativ gut. Da kann durchaus mit der Shotgun noch ein bisschen mehr Damage rauskommen mit der Mystic Flare. Aber bis die Shotgun natürlich rauskommt, dauert ein bisschen. Und die Morphling ist besonders in den ersten Phasen doch relativ squishy. Kann aber durchaus sein Damage austeilen. Ist ein guter Farmer und Chilibili gehen jetzt hier mit dem Wraith King. Schauen mal, wie die Performance so von denen aus wird. Void gebannt, wer hätte das gedacht? Ancient Vision gebannt. Northern Lions wollen die wohl absolut nicht haben. Mal schauen, was da noch sonst so rausfliegt. Was ist noch im Pool? Ja, zur Not sowas wie Spectre oder so, wenn Northern Lions sich sagen, okay, wir gehen late und bannen einfach alles raus, was irgendwie. Ja. Was den Morphling gefährlich werden könnte. Stimmt, Titan haben wir noch drin. Sowas wie Centaur oder so, noch ein Offlaner. Centaur wäre tatsächlich relativ stark für Northern Lions. Einfach da es ein ziemlich starker Konter gegen die Viper ist. Auch noch ein Offlaner, von daher ist hier. Kann durchaus der Centaur hier gepickt werden. Ist halt aber die Frage, ob sie dann das machen wollen. Denn ein Centaur hat natürlich eine gewisse Spielweise, die er gerne hätte. Nämlich ein Team, was nach 12 Minuten, okay, ein Team, was nach 12 Minuten, wenn er in Leute reinblinkt und sie double-edged, dann doch gerne bitte hinter ihm sei, den Job zu Ende mache und ihm einen sicheren Rücktritt erlaube. Und das ist beim Morphling so die Sache. Scareth Mage wird spaßig dabei sein, wird sich denken, yay, 12 Minuten, ja, da bin ich knapp Level 6. Das ist der ideale Zeitpunkt, um ein bisschen Action zu machen. Morphling wird sich sagen, ich schlafe nur 20 Minuten. Ja, Viper wird schwierig sein zu bursten, Wraith King wird schwierig sein zu bursten. Daher mal gespannt, aber irgendwann müssen die Squishies kommen. Je nachdem, was das für welche sind, könnte der Centaur durchaus seinen Spaß hier haben. Aber ja, viel möglich mit so einem Centaur Warrunner und besonders halt auch mit dem Morphling.
bisschen sicher zu halten, denn er hat einen Escape am Anfang und die Stampede könnte ihm durchaus manchmal das Leben retten. Besonders gegen eine Strat, die auf Slow geht. Rule Breath und die Viper Heavy Slows, sodass sie da nach dem Ice Path und dem Wisp, Offling Wisp, nice. Bin ich gespannt drauf. Naja, dass sie halt nach dem Ice Path und nach dem Wraith Fire Blast, nach dem Stunts, wenn er dann noch lebt, was er wahrscheinlich tut, wird er halt einfach stärker morpht, dann halt mit dem Stampede auch noch schnell wegkommt. Und ja, jetzt haben wir noch einen Wisp dabei, der den Burst Heal gibt, der die Möglichkeit auf ein schnelles Relocate gibt und ihn retten kann. Das gefällt mir relativ gut, auch mit dem Center Warrunner. Sehr schnell und kann durchaus mit ihm zusammen auf Killsjagd gehen. Center Warrunner ist ein exzellenter Solo-Killer, besonders auf Xishi Support, besonders auf sowas wie Jakiro. Daher könnte er durchaus ein Relocate mal auf Jakiro kommen, wenn da die aggressiven Wards da sind. Und Morphling ja, wird einiges an Lebensregeneration bekommen und wird auch einiges an Damage fahren, besonders im Early Game, da er halt einiges an Dedicated Damage hast und mit dem Overcharge wird das noch viel mehr. Ist auch relativ gute Kombo eigentlich zusammen, Morphling und Wisp, weil zum einen können sie in alles relocaten und Morphling kommt halt immer raus, sollte er zumindest. Und zum anderen haben sie halt natürlich auch das Ding, dass Morphling hat relativ wenige Leben, ist aber doch tanky, aber es hat halt immer um sie 1000 Leben. Wisp kann ihm zum einen Burst Heal geben, was das Leben schnell wieder auffüllt, dadurch, dass er so wenig hat. Zum anderen aber auch mit dem Overcharge noch halt eine gewisse Damage Reduction geben, die doch einem Morphling, glaube ich, relativ gut stackt. Und halt auch mit Relocates können sie da ein bisschen aggressiver sein, denn die meiste Strategie von Relocate Gangs ist eben, du bist schnell zu töten, weil dann ist der Carry irgendwo im gegnerischen Territorium gefangen und kommt da nicht raus. Das ist aber bei Morphling ja relativ schnell, kann halt auch einfach eine Replika machen, kurz bevor sie relocaten vom Wisp und dann aber auch schnell wieder zurück. Nachher viel möglich, die Frage ist halt, ob sie die Relocated Gangs hinbekommen und ob die Teamfights doch so einfach sind. Und Darkseer mit der Wall kann zumindest relativ böse Morphling Illusions machen. Aber noch einen weiteren Stun nehmen wir dazu. Und ja, sehr viel Utility mit dem Darkseer. Außerdem habe ich sehr lange kein Darkseer mehr gesehen, freue mich sehr, Center und Darkseer zu sehen. Und Queen of Pain, diesmal von Northern Lions, im Gegensatz zu Chili Willy. Oder habe ich es andersrum? Nee, eigentlich war das doch die Northern Lions. Ja, letzten Mal waren es Northern Lions auf Dire mit dem Wraith King, jetzt ist es halt umgedreht. Und jeder pickt mal ein paar Helden vom anderen. Okay, Queen of Pain. Natürlich sehr mächtig, denn Queen of Pain, wenn sie jemanden findet, den sie nicht alleine tot bekommt, kann halt Wisp immer noch mit einem Carry reinkommen. Und ja, Chili Willy entscheidet sich dafür, okay, wir müssen irgendwelche Helden picken, die bitte nicht tötbar sind. Und da ist Bristleback genau der Richtige dafür. Wird relativ schwierig, den down zu bursten. Von daher. Und Pause? Nein? Scheint ein Spiel ohne Pause zu sein. Sehr gut. Alle Spieler sind da. Und es kann losgehen. Wir haben auf der Seite von Chili Willy diesmal. Auf der Dire-Seite haben wir Dante, der eventuell sogar solo gehen wird. Okay, nein. Es ist doch ein Game of Pauses. Bin mir in den Lanes noch nicht so sicher. Naja, fange ich einfach mal bei Northern Lions an. Auf der Radiant-Seite scheint es so zu sein, als ob CA auf dem Center Warrunner auf die Offlane geht. Morphling und Wisp teilen sich traditionell die Midlane. Ingman und Evasion übernehmen das Ganze. Und zu guter Letzt Scareth Mage und die Queen of Pain von Phantom XP gespielt werden zusammen auf die Bottomlane gehen. Evasion. Ja, hat sich jemand verewigt. Evasion. Wer hätte es gedacht?
Penis. Okay, anyway, neben den Peniszeichnungen haben wir Chili Willy. Tja, also es scheint so, als ob Dante auf jeden Fall solo irgendwo hingehen wird. Eventuell könnte es eine Aggressive Tri-Lane sein mit Wraith King, Jack Hero und Bristleback. Und die Viper geht in die Mitte. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, da aggressive zu gehen. Besonders weil sie eigentlich. Weil sie wissen, dass Morphling und Wisp in der Mitte sind. Damit werden sie noch eine Duel-Lane treffen und das ist mit einer Tri-Lane relativ einfach. Ein Exit Disconnect. Noch ein bisschen mehr malen. Und das ist eine wunderschöne Katze. Nein, das ist ein Dino. Nice. Ganz viel Feuerspeien. Und das da, was ist das da? Das ist ein Baum und ein Penisbaum? Nein. Baum von der Seite? Hm, was ist das? Kopf? Das ist eine Sonne, das ist aber schön. Und das ist ein Penis, ja. Von der Seite. Irgendjemand mag Penisse da. Evasion. Fragezeichen. Box, ja, hier ein bisschen. Ganz viel Wasser. Also bisher ist es Game of Draws. Mal gespannt, ob hier ein Draw auch rauskommen wird. Und das ist ein schönes Boot, oder was? Ein Boot, weitere Sonne, ein weiterer Penis. Und blau malt einfach in der Mitte und dann hinter umher. Mehr Penisse und mehr Penisse und. Und noch mehr Penisse. Immerhin entertaining. Oh, ein schöner Fisch. Elo kann wirklich gut malen. Fisch im Boot. Oh, glücklicher. Glücklicher Fisch. Ja, ich hoffe, er wartet nicht irgendwas, dass ich irgendwas sage, weil es, ja, ist noch nichts passiert. Daher warte ich da, dass sie weiter malen. Malen. Linien, wow. Ja, mit mir selber viel Gewinn spielen, aber ich glaube, das ist ein bisschen sinnlos. Dann lassen wir das. We are retards. Nice. Nice. Hauptsache, wir haben Spaß. Not retards, genau. Okay. Not. Dum 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 dum. Miscommunication und Teamwork. Ja, was können wir uns noch angucken? Ja, Passive Bot. Ja, jetzt, da sie keine Die Advantage mehr haben mit dem Roshan, müssen sie halt irgendeinen Vorteil haben. Und ein schöner
Ein schöner Doge. Such. Wow. Ha, Doge, ja. Abend, Chili Willis. Wirklich wissen, was da irgendwie abgeht. He's so talented. Dance Game. nee, hoffentlich keine DDoS. Oh. So, Viper ist wieder da. Vielleicht kommen dann bald mal ein Spiel zustande. Wäre auch schön. Draußen gecall. Und weitergehen. Also ja, ein Crystal Trident mit Jakiro, Skeleton King und einem Bristleback. Durchaus mächtig. In der Mitte eine Viper, die gegen Wisp und Morphling aufkommen kann. Haben auch schon den Pull noch ein bisschen weggemacht, aber da muss noch ein bisschen was. Da muss noch ein bisschen was weg. Mal schauen, ob sie das so hinbekommen. Vielleicht ein bisschen weiter nach oben, dachte ich. Ah ja, sollte passen eigentlich. Geht hier durch, ja, das passt schon. Das passt schon. Jo, wie sieht's aus? Centaur gegen Darkseer. Beide sollten gut farmen kommen, aber Centaur könnte eventuell rausgepusht werden. DDoS, ja, ich hoffe, wir sind noch nicht so viel, so professional, dass wir in DDoS geraten. Vielleicht merkt man dann, dass man gedDoS wird hier. Professional equals DDoS. Ja, mal schauen auf den Wispit, ob er jetzt Bottle First geht. Scheint so, ja. Bottle First für den Wisp, der das Ding nach einer Minute haben sollte. Vielleicht kriegt er sogar ein Last-Hit. Wer weiß. Hm. Ich würde jetzt ja oben kommentieren, dass man da Spoiler sieht, aber egal. Hat auf jeden Fall jemand schön die Lobby eingestellt, herausgefunden, dass es Best of 3 ist und die Resultate dementsprechend eingetragen. Immerhin denkt da jemand mit. Invis Rune für Jakiro, aber das nimmt sich der Skeleton King. Der kann da ein bisschen stunnen. Bin ich sicher. Wraith King gegen Quop und Scarath Mage und Quop gegen Wraith King, Jakiro und Bristleback. Könnte eine harte Lane werden. Vielleicht wollen sie tatsächlich auch Offlane spielen und so. Also, dass die Quop da solo alleine ist und Scarath Mage vielleicht ein bisschen rotiert. Ist durchaus nicht so schlecht. Morphling wird wahrscheinlich dann irgendwann auch anfassen, mit dem Waveform diesen Harris zu machen. Ist halt nicht so super wie Tiny. Oh, könnte hier ein Problem bekommen. Aber die Invis-Rune ist leider zu Ende. Schöner Harris vom Jakiro, aber mehr kommt da nicht raus. Hätte eventuell sogar hier reingehen können, sich da verstecken können. Wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen, jetzt halt ein Go zu machen oder sowas. Aber Chance vertan. Geblockt ist auch, von daher wird da hier erstmal nichts passieren. Außerdem sehen sie auf jeden Fall, okay, wenn die Supports hier hinkommen, als das Support irgendwo hier steht. Ja. Whisper die Bottle. Damit ist es ganz okay. Morphling, das Farm geht so. 3-0 nach 2 Grief Waves ist nicht so, was er haben will eigentlich. Aber mal schauen, wie das Ganze wird. Auf der Toplane. Center Warner musste schon seine Salve ziehen. Ist bitter. Wird halt auch relativ stark gepusht. Griefwave pusht hier rein für Northern Lions. Das wollen sie eigentlich nicht. Aber ihm bleibt halt relativ wenig übrig. Dafür. Sorgt aber allerdings andererseits, dass die Skeleton Supports halt auch irgendwie da hinten sind. Sich irgendwo im Wald rum. Darauf zu warten, ob sie irgendwas bekommen. Rune unten, eine Bounty Rune für. Denied. Schön gemacht. Und zur Not auch nochmal einen Kakassenschutz daher, falls sie dann Stun rausbekommen oder sowas. Ja, Wisp Regeneration Rune. Die bessere kann man da nicht bekommen. Schön ein paar Balls raussetzen. In das Mana kriegt man nachher sowieso wieder. Last jetzt auf. Chili Willy ist doch ganz schön weit vorne im Farm. Die Sidelands sind halt doch relativ even. Keiner kriegt irgendwie Denies, aber auch keiner kriegt. Jeder hat Farm. Viper und Bristleback farmen ganz gut. Quop dahingegen nicht so dolle.
Offlink farmt auch, sollte aber eigentlich eher die Lane vorne haben. Hätte ich tatsächlich gedacht, er hätte nach Vorwave formen können und den Kurier angreifen können. Er hätte eventuell sogar eine Chance gehabt, den zu snipen. Und mit der Regen vom Wisp hätte er eventuell rauszukommen. Das Problem ist halt, Wisp ist volles Leben. Und ja, hat er nichts. Ah. Den 1-Deck hat er nicht ganz hinbekommen. Versuchen hier vielleicht was zum Scarif-Mage zu machen, allerdings. Können sie vielleicht tatsächlich so, der Wave uns noch vorhanden, ja. Und Kokasu-Shot auf jeden Fall First Blood für den Wisp. Sich hier den First Blood sneakt, allerdings könnte er jetzt Probleme haben. Ja, ein relativ großes Problem. Allerdings, das Wraith King ist relativ low. Und sie haben tatsächlich nichts. Oh, das ist bitter. Wird er versuchen, noch den Bolt rauszukriegen? Ja, kriegt. Oh, den letzten Hit noch. Schön gemacht. Aber keine Erfahrung dafür bekommen. Natürlich schade für ihn. 2 zu 2 hier der Trade. Ja doch, 2 zu 2, aber 2 Supports für die Viper. Und 2 Supports. Von daher, also für die Viper und 1 Support. Daher sind auf jeden Fall die Alliance glücklicher wie man damit sein kann. Aber auch ein bisschen Space created hier unten für die Queen of Pain. Jetzt ein bisschen nachholen konnte mit ihrem Farm. Hero versucht ein bisschen zu harrison, aber wird erstmal nicht so passieren, außerdem wird er direkt wieder vollgeheilt von dem. Oh, okay. Raxia ist hier doch relativ nah dran. Kann hier nicht raus, aber wird das Ding einfach aussitzen. Sind sie denn jetzt vorbeigehen? Mit einem Support könnte das auch oben für den Daxia relativ böse werden, aber. Der Warrunner verliert auch schon relativ viele Leben dabei. Oh, das hätte er aber definitiv hier rum und einen Kill bekommen. Kein Kill, aber er hatte definitiv da. Er hätte sich ein bisschen juken lassen. Aber egal. Ja. Schöne Tranquil Woods. Wir retten ihm auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein paar HP. Bottle auch gefüllt worden. Vom Morphling, der da wieder rein tempiert ist. Aber irgendwie kriegt die Lane in der Mitte sehr, sehr, sehr wenig. Viper ist knapp 20 CS vorne. Und da funktioniert absolut nichts. Stampede ist raus, damit die Queen of Pain gerade so wegkommt. Relativ knapp, aber immerhin. Hat es getan und... Aber sollte hier nicht... Sollte da nicht down gehen, ja. Könnte eventuell dafür sogar sterben. Ah, zu weit weg. Versucht das Ganze hier blind zu machen. Und läuft doch hier gerade in den Ice Path rein, das ist bitter. Stirbt hier noch, obwohl der Stampede extra benutzt wurde, hier daran zu kommen. Kein Mana für den Stun, aber eventuell, ja, Nezlegu, knapp. Musste wieder abgebrochen werden. Daxia weiterhin sehr, sehr cocky. Watcht das ganze Ding einfach aus, sieht auch, dass irgendwie niemand rotaten kann. Außerdem ist auch noch niemand da, Scarif-Mage ist jetzt auch tot. Das ist genau das, was die Wave, die Lane da schaffen soll. Das machen sie relativ gut. Wir müssen jetzt gucken, ob sie davon noch wegkommt. Finden hier einen Kurier. Und Morphling findet es auch. Allerdings, ja, was sollen sie machen? Gegen Bristleback kein Damage. Center Warrunner ist auch relativ weit hinten davon. Es funktioniert ziemlich, ziemlich gut für Chilly Willy. Die auch, ja, konstant jetzt weiter runter den Goldgrafen treiben. Könnte, ja... Eventuell mit einem Vakuum, wenn er das da auf Cooldown gehabt hätte, wäre er vielleicht dazu gegangen. Aber jetzt ist Gareth Mage da. Und übernimmt mal so ein bisschen als Fernkämpfer. Das ist natürlich auch wesentlich einfacher. Allerdings, wenn er einmal dran ist, dann wird er wohl so schnell nicht mehr loslassen. Aber, ja. Konstante Harris mit dem Ring of Health ist er da noch relativ gut dabei. Kriegt ja Constant Harris, aber die Mana sind jetzt auch fast vorbei. Andererseits kommt natürlich auch der Centaur natürlich gleich wieder und wird die Lane übernehmen. Oder kommt einfach von hinten und versucht einen Gank. Denn Daxia regeneriert schon, aber ist relativ, ja, relativ wenig dabei.
ja, das sollte ein einfacher Kill werden. Ah! Ja doch, jetzt gerade so. In der Mitte stirbt Viper, stirbt Wisp gegen die Viper. Das ist auch bitter. Aber ja, die Viper dominiert da richtig die Lane. Ähnlich wie der Darkseer, der jetzt zwar dann halt down gegangen ist, der Centaur zu lange, der hat ja auch das Centaur zu lange missing. Aber ja, so ganz zurückgehen will man ja eigentlich auch nicht. Hätte hier eventuell sogar eine Bottle gebrochen können. Aber läuft halt gerade oben. So, jetzt kommen die. Er wird einfach hier wegdodgen. Untersuchen sie umsonst dagegen. Der Ice Path findet sie, aber kann er nichts machen. Dann wäre noch gekommen. Sehe ich Tangos oder so, um sie durchzufressen? Nein, ne? Von daher absolut nichts möglich. Tja, Morphling, 27 Last Hits, immer noch 10 weniger als die Viper. Es sieht nicht so gut aus. Jetzt sind bald fertig wohl. Aber. Center ist auf jeden Fall auf einem schönen Weg zu seinem Blink. 30 CS. Ist ja relativ gut dabei. Allerdings, ja, Bristleback hat halt nochmal Kills auf der Offline dazu. Smoke kommt jetzt. Mal schauen, ob sie da was finden. Den Dschungel wohl absuchen. Finden hier auf relativ low Leute, aber haben auch erstmal einen Scareth Mage in der Mitte, der erstmal schön idelt. Nicht damit gerechnet hat und sich nicht mal rührt. Jetzt kriegt noch einiges an Damage, aber lange nicht genug. Ring of Pain hat auch irgendwie keine Chance, den Bristleback zu harrison. Mit dem Ring of Health passierte sehr, sehr wenig. Und auch Centaur bleibt low. Müsste sich hier auch wieder mal zurückziehen. Aber Gareth Mage TP't diesmal nicht nach oben. Vielleicht ist es auch langsam ein bisschen zu gefährlich für ihn dort. Wer war in der Mitte? Die Viper legt wieder los. Wisp geht tatsächlich Highground noch down, weil sie den schönen Ward hier haben, der es denen ermöglicht. Ja, 200 Leben. Hätten sie vielleicht mit der Waveform. Ja. Oh, Stick Charges. What a play. Und jetzt wird's schwierig davon. Waren das jetzt auch alle und da geht er down. Too much overextended. Die Viper. Oh, 10 Leben. Das läuft ja alles super für Chili Willy. Ja, 9 zu 4 jetzt. Bei Recap 2 Kills. 600 Gold für die Viper. Und einiges in XP. Und, oh nein. Bob musste schon wieder in die Welt blinken, aber diesmal reicht die Reichweite noch für die Quills. Blind abgeschossen. Und den Kill bekommen. Auch nicht wenig wert. 700 XP. Hat 300 Gold bekommen dafür. Immerhin, ist auf jeden Fall auf dem Vanguard jetzt, glaube ich, auch fertig. Aber, der erste Relocate holt den Darkseer. Nach dem Stun kann er da nichts machen. Das müssen sie auf jeden Fall jetzt tun, weiterhin Relocate-Ganks machen. Damit sie immerhin etwas bekommen. 10 zu 5 auf dem Board. Ja, besonders der Bristleback wird halt jetzt richtig tanky. Hat seinen Vanguard fertig. Und wird jetzt erstmal nicht tot bekommen zu sein. Und hält auf jeden Fall die Quap ganz gut davon ab, hier zu farmen. Und kriegt dann noch ganz gute Kills davon. Sie kriegen keine Last jetzt. Ah, so der Warner ist low, aber Scarlet Mage ist da, um dem Darkseer es sich zweimal überlegen zu lassen, hier daher zu laufen. Muss der Wisp entkommen? Stampede für den Wisp benutzt, okay. Aber. Ja. Wenn man es halt gerade hat. Oh nein. Hat hier nichts. Muss ganz viel Strength morphen und kommt tatsächlich davon. Jetzt könnte allerdings die Viper ein Problem haben. Aber auch zu spät das Astro Seal gemacht. Und geht dann einfach nochmal down. Die Viper weiß, dass sie tot ist und nimmt einfach nochmal zwei Kills mit. Double Kill hierfür. 6 zu 12. Das war doch einiges. Hat die Viper noch mehr rausbekommen, als sie im Endeffekt noch gedacht hätte. Aber auch wesentlich weniger, weil der Morphling gerade sind kommen ist. Am letzten Mana zum Morphen hat es dann gelegen.
Und im Endeffekt dann ein bisschen zu weit extended. Ja, weil aber kriegt Dax hier oben vielleicht den Tower. Was nicht groß sein könnte. Andererseits kommt die Rotation jetzt rein vom Center Warren, der jetzt auch seinen Blink hat. Weil ich glaube schon ein bisschen früher. Ne, Anten relativ frisch. Dementsprechend ist er auch sehr weit zurück. Um den Blink dagegen zu zeigen, aber es wurde ausgepinkt. Hat ihn kurz gesehen. Eventuell können wir den nächsten Relocate sehen. Ja. Relocate Gank hier in die Mitte. Dann ist da, Silence ist da, relativ easy kill. Das müssen sie weiterhin machen. Relocated wurde nicht von der Top Lane, von der Mittel Lane. Besser so. Sonst wären sie da ein bisschen ein Problem, hätten sie da. Da. Aber ja, Chili Billy kriegt hier wohl den Mid Tower. Und der Bottom Tower wird auch gepressured. Und der Top Tower ist auch fast tot. Also da sind sie zumindest in Towern zurück. Aber versuchen jetzt selber den Top Tower Pressure zu machen. Schöner Ward, der das hier gesehen hat. Smoke nach oben und ganz schnell ab. Aber könnten eventuell trotzdem noch einen bekommen. Oh ne, scheint nicht zu sein. Scheint nicht so zu sein, kommt gerade so schnell weg. Wraith King war sogar ein bisschen zu nah am Tower. Und der Smoke wurde gebrochen. So, Morphling ist jetzt unten. Versucht irgendwas gegen Bristleback zu machen, allerdings. Ja. Jetzt kriegen sie den Stun. Die Frage ist halt, ob es reicht. Ja, Double Edge schon von oben, allerdings hätte sich halt jetzt umgedreht. Oh, und ganz knapp den Morphling. Kein Stun mehr. Zu weit entfernt. Top Tower wurde dann gepusht, dementsprechend, nachdem natürlich Northern Lions da abgehauen sind. War es nur eine Frage der Zeit, bis der Tower gepusht wird. Und sogar der Wraith King gefunden. Aber Ulti ist da und das könnten sie jetzt ziemlich schnell turnen. Alle geslowed. Die Frage ist jetzt, ja, Wisp hat, glaube ich, ein Problem. Relocate ist jetzt online, aber zu spät. Frage ist, ob die Quop da was tun kann. Ja, kann immerhin den Skeleton King umbringen. Schöner Stun auf den Jakiro, um da Schlimmeres zu finden. Und Morphling könnte jetzt weiterschießen. Aber muss er auch jetzt weggehen. Die Viper ist einfach zu stark gerade. Und ist auch noch geslowed. Das wird schwierig. Da muss er jetzt komplett durchmorphen. Was allerdings auch schwierig sein könnte. Aber schöne Sonic Wave, die tatsächlich jetzt die Viper umbringt. Und oh, Corrosive Skin im letzten Proc. Kostet ihr doch das Leben. Alles durcheinander tatsächlich hier. Alles durcheinander. Auch kein Mana für den Morphling. Geht hier ganz schnell vom Wisp. Die Hilfe, die er braucht. Und muss nicht zurück zur Base. So, und ja, ein bisschen weggucken, was er hier machen kann. Allerdings rausgetethert. Kann ein bisschen duken. Allerdings sieht er hier. Okay. Muss raus, aber wird tatsächlich abgebrochen. Bitter, bitter. Schönes Vakuum an der richtigen Stelle. Und das ist gut, aber Centaur sorgt dafür zumindest, dass sie hier keinen einfachen Kill auf den Morphling bekommen. TPs kommen rein, aber sollten jetzt hier abgebrochen werden. Ja. Noch schön lange gewartet, um weiterhin die Zeit von den Helden zu verschwenden, die dort auf ein TP warten, was niemals kommen wird. Aber nächster T1. Damit sind alle T1. Northern Lions gefallen. Und das Gold zeigt es dementsprechend auch. 4K Gold vorne für die Chili Willys. Die allerdings tatsächlich für 4K Gold bei 3 Towern rechnet sich nicht. Da haben die anderen. Haben Northern Lions doch noch ein bisschen im Gold, im generellen Gold die Nase vorne tatsächlich. Bis auf die Tower. So, jetzt ein bisschen T2 zu pressuren. Und mit ein bisschen meine ich einiges. Aber jetzt kommen die TPs. Und verhindern das. Schöner Ice Path. Und eventuell gehen sie hier raus. Eventuell bleiben sie auch da. Die Quop kommt. Wird rausgepinkt. Wir haben gesehen, dass wir reingegangen sind. Ice Path ist da. Aber Quop ist jetzt hier drin. Wraith King ist da. Hat kein Ulti. Vakuum ins Nichts. Schön vorher weggeblinkt. Stampede ist draußen. Die Viper könnte jetzt hier sehr schnell down gehen. Ja. Sogar Astral Flare wird benutzt. Mystic Flare wird benutzt. Morphling muss. Ah, springt zu seinem Replicate. Schön gemacht. Wisp wird wahrscheinlich mal wieder mit seinem Leben bezahlen, wie das halt so ist bei Wisps. Aber Quop kriegt im Hintergrund noch den Skeleton King. 2-1 hier der Trade. Eine Viper für den Wisp ist sehr gut. Die Frage ist, ob die Quop wegkommt. Sieht sie danach. Ah, ist nicht so nah, aber die nächste Blink ist wieder da. Und da kommt die Quop weg. Living on the Edge. Aber 2 Sekunden, 1 Sekunde und ja. Die ist gut. Könnt ihr auch jetzt fast ihr Orchid fertig haben.
Das, ja, 100 Gold, 150 Gold noch. Das ist fast zu weit. Und das ist halt auch zumindest so ein Tool, besonders für den Darkseer, wo auch die Quop jetzt reinspringen kann. Silence und dann schöner Relocate, um das Ding zu beenden. Aber wir sehen hier, Mecha ist fertig, Pipe ist fertig und Crimson Guard ist fertig. Damit Aura's Thread ist complete. Und wenn diese Leute zusammengroupen wirklich und die ganzen Aura übereinander haben, dann könnte es relativ schwierig werden, da durchzukommen. Selbst wenn sie halt dann in, ja gut, Sonic Wave und Stun, will man trotzdem noch nicht komplett drinstehen. Also so ein komplette Pipe auf alle könnte halt durchaus einiges werden. Die Viper hat jetzt hier ein kleines Problem. Ja gut, Astral Flare benutzt, Mystic Flare benutzt und ein Kill für den Scareth Mage, der mit dem Arcane Ball den letzten Hit bekommt. Kriegen doch hier relativ viele Picks-Offs und müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen besinnen, hatten jetzt ein bisschen Push, waren auch sehr weit vorne. Allerdings haben die Northern Lions gezeigt, dass sie doch noch durchaus fighten können. Und nur die Laning Stage in favor of Chili Willy waren. Aber jetzt, wenn gefightet wird, doch die Northern Lions einiges im Nähkästchen haben, bis sie da doch auspacken können. Daher sollten sie jetzt hier nicht overextenden. Besonders sowas hier. Bristleback ist ein einiges schönes Fressen. Besonders hier in dem Fall. Center Warner springt rein und dann könnte sehr, sehr schnell ein Relocate kommen. Vielleicht ist aber auch nur eine Trap hier. Nein. Springt raus, geht auf Nummer sicher. Vielleicht ist Relocate auch nicht online gewesen. Doch, Relocate ist da, aber wollten sie anscheinend nicht hin. Ja, der Whisper hat in der Laning Stage nicht so viel gebracht, aber jetzt zahlt er sich langsam aus. Besonders die Relocate Gangs waren sehr schön und haben auch einiges gebracht. Jetzt Viper wurde gestunt, aber ja, die hat nicht ganz gebracht. Außerdem die Pipe verhindert das Schlimmste. Frage ist jetzt, ob sie da vielleicht doch noch rein wollen. Aber schöne Wall, schönes Vakuum und alle sind low. Kriegen beide Supports hier down. Und kein Mana mehr. Das könnte schwierig werden. Eventuell noch mit Threads. Oder so. Ho, überlebt er tatsächlich noch. Krass. Ich hätte jetzt halt vielleicht Strength-Threads angemacht und ein bisschen Stärke gemorpht. Und eventuell hätte er auch mit Int-Threads doch noch genug Mana gehabt, um hier die Waveform rauszumachen. Aber es hat geklappt. Auf einem Haaresbreite. Dadurch, dass der Dax hier kurz neben vorbeigelaufen ist und wirklich nicht damit gerechnet hat. Hofft, dass sie was in dem Wald finden, aber ist nicht der Fall. Tower wird gepusht, haben durchaus einiges. Ja, Stun hat nicht ganz gesessen. Schönes Vakuum wieder rein. Crimson Guard ist jetzt auch online. Müssen jetzt gerade zurückgehen. Pipe ist auch online. Alle Auras zusammen, aber noch nichts passiert. Nines warten jetzt gerade auf, bis die Auras fertig sind. Was jetzt der Fall ist. Und können zumindest den Tower wahrscheinlich erfolgreich deffen. Allerdings noch alle Ultis online bis auf die Wall. Was hier durchaus ein Massaker passieren könnte. Und wie es scheint zu sagen, geben Chili Billy auch noch nicht auf. Northern Lions splitten sich aber ein bisschen. Das könnte zumindest heißen, dass sie den Tower nicht deffen und das sieht nicht so danach aus, als ob sie den deffen. Sollte ich vielleicht, ja. Wird ganz schnell wegtethern. Und der erste T2 fällt für Northern Lions. Chili Willy bauen ihren Vorteil aus. Goldgraf ist wieder ein bisschen nach oben gegangen hier, aber zieht sie jetzt ein bisschen weiter zurück. Kriegen halt aber auch nur... Okay. Und Morphling ist schnell weg. Sie kriegen halt aber auch nur die Wege nach unten, indem sie Tower töten. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil sobald Northern Lions die ersten Tower bekommen, was jetzt hier in der Mitte passiert ist, dann wird das Net Worth sehr schnell wieder even sein. XP ist halt in favor of N Lions. Hier sieht man schon, dass sie die Map auf jeden Fall besser nutzen. Allerdings sind sie halt ein Kill immer noch aus der Laning Stage ein bisschen niedriger. Versuchen hier Rushen zu machen. Der Ward hat zumindest gesehen, dass sie da in die Richtung gegangen sind. Aber nicht direkt Rushen. Wie es scheint, wird das Ding auch nicht gesehen. Mit dem Medaillon und Eselgu geht es auch sehr, sehr schnell. Ja,
Viperlord Aegis ist auf dem Weg zum BKB oder Argas. In dem Game ist wahrscheinlich BKB tatsächlich sogar besser erstmal. Vertanken, tanken, tanken. Queen of Pain holt erstmal den Top Tower. Und der Vorteil geht halt weiterhin. Jetzt haben sie halt immer eine Rushen bekommen. Das Problem ist halt, sie müssen jetzt aber was machen. Wir werden wahrscheinlich den Bottom T2 pushen, allerdings können sie da nicht schnell genug sein. Nur ein TP erstmal. Und vielleicht ist das Geld Major ein bisschen zu früh gegangen. Mecha ist Pipe ist gezündet. Und jetzt sollten sie da so langsam abhauen. Bleibt man noch drin. Und Queen of Pain sollte, ja. Sollte vielleicht eher irgendwo hingehen, wo sie bleiben kann. Center Warner könnte das. Ah, gerade so die Quills, dass er da nicht wegkam. Könnte blinken. Ah, konnte blinken, aber jetzt mit der Urne natürlich nicht mehr. Noch ein letztes Double Edge und ist weggekommen. Hatte ein paar Möglichkeiten, da wegzukommen, aber konnte zu kurz klicken. Auch was ich halt meinte, Quap her am besten lieber nach oben in den Wald gesprungen, nachdem das Vakuum down war. Hätte es da ausgesessen. So als er halt nur Gegner zum Center gezogen, der dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Aber konnten sie natürlich auch nicht wissen, dass da der Rest kommt. Relocate Gank ist da, aber zu schnell. Da kam leider der Silence zu langsam. Und dann der Versuch, da doch Ryan zu relocaten, war ein bisschen. Vielleicht ein Shot vorbei. Verpasst. Ich dachte, das Katapult. Der Katapultschuss fliegt jetzt noch über die Karte, aber. Hab ihn wohl verpasst. Vom Farm her, ja, Alliance haben noch die Nase vorne. Und was sie halt besonders schön machen, finde ich, ist, dass sie halt oben schön split pushen. Der Plan von Chili Willy ist halt jetzt einfach in Force zu fünft die Bottomlane runter zu pushen. Worin sie zugehen, wenn sie noch richtig stark sind, in diesem Deathball Push. Aber, ja, Northern Lions stehen an beiden Towern. Und das ist auf jeden Fall ein Trade, der besser für sie ist. Wird hier sogar noch nicht mal nach unten gepusht, gepeat, sondern direkt in die Mitte. Um hier einen Tower auf jeden Fall zu bekommen. Allerdings sind sie da doch sehr zögerlich da rein. Und wollen trotzdem, weil nur ein Hero am Tower ist, da nicht reingehen. Und verlieren so mit dem Trade. Haben es nicht durchziehen können, da wirklich beide Tower zu pressuren. Und geben den Tower for free auf. Weiß nicht, ob das so gut lief. Morphling findet hier alle. Ist so gut. BKB für Morphling an. BKB? Okay. Ist drauf, Crimson Guard ist an. Ah, hält einiges aus, aber ein letzter Adaptive Strike bringt den Morphling zu Fall. Pipit weg. Viper Ulti hittet noch alles. Wird sich wahrscheinlich hier erstmal verstecken. Bis Schlimmeres passiert, ja. Somit immerhin den Darkseer. Für nichts. Ist doch schon einiges. Bis kriegt 400 Gold. Das freut ihn sicherlich auch. Hätte schlimmer für beide Seiten kommen können. Dark Hero mit Double Damage. Und haben einen gefunden, Relocate auf den Wraith King, der natürlich noch ein Ulti hat, aber anscheinend sind sie ziemlich sicher, dass da keine Gegner sind. Ups. Muss sie noch stunnen und hat es gerade so geschafft, Kill zu bekommen. Genau rechtzeitig muss sie raus relocaten. Aber ich glaube, es wird nichts. Poppt hier seinen Drum Charges und Slow. Das könnte durchaus ausreichen. Und er scheint da wegzukommen. Stampede wird zusätzlich noch for good measure benutzt, dass er absolut nicht rankommt. Sind doch sehr, ja, sehr gutmütig zu ihren Supports. Was vielleicht teilweise übertrieben ist, aber durchaus in einigen Situationen einfache Support-Kills verhindert hat. Schöne Illo, die schön viel Damage dagegen macht, wollen sie auch nicht fokussen.
It's reasonable tanky. Viper Elo ist eine sehr schöne Illusion, die man haben kann. Rose Skin da drauf. Und. Oder? Nee. Kein Corrosive Skin haben sie, glaube ich, gepatcht. Doch, ist Corrosive Skin drauf, so. Aber zumindest, dass sich das Corrosive Skin nicht die ganze Zeit gegenseitig triggert bei einer Viper, ist, haben sie gepatcht. War auch ein bisschen lächerlich. So, also, Deathboy Push geht weiter, allerdings auf der Top Lane. Die Quap pressured den Tower. Mal schauen, slow auf einige. Hab ist jetzt da und jetzt wollen sie rein. Oder zumindest erwarten sie, dass jetzt reingegangen wird. Allerdings, Pipe ist gleich zu Ende. Crimson Guard ist an. Mal gucken, ob sie den Crimson Guard noch abwarten. Scheint so. Tower was destroyed by the Radiant und jetzt sollte die Quap reinkommen. Aber tut sie nicht. Kommt erst nach hinten und das könnte eventuell zu spät sein. Quap ist immer noch nicht da. Da ist es nicht so gut. Relocate. Ah, hat er den Tether vergessen. Kommt ran, schöner Morph da raus. Aber der Wisp ganz passend da raus relocated. Meanwhile, die Quap kriegt noch den Kill auf den Jakiro, aber mehr auch nicht. Somit 3-2 hier der Trade. Relativ gut gelaufen. Aber Skeleton King, ach, ein Leben. Das ist bitter dafür, aber King of Pain poppt tatsächlich noch vom Wraith Fire Blast. Und Wraith King hat fast wieder sein Ulti. Nutzt hier die Stunde der. Die Gunst der Stunde, um sehr, sehr kräftig zu sein und das, den Fight komplett even zu machen. Carry und Support überleben das Ganze auf beiden Seiten. Fight Recap sagt sehr even, obwohl der Damage Don doch sehr viel größer hier ist auf Seite von Alliance, aber ja, Bristleback, Wraith King, Viper. Aber doch wesentlich tankierer Helden. Das wird auch aushalten. Tja, XP ist immer noch bei den Lions. Gold treten sie tatsächlich noch höher, haben jetzt den Tower verloren und trotzdem, ja, weil sie auch getradet haben über den Top Tower, aber haben keine T1 Tower mehr und der Networth ist komplett even. Dementsprechend quasi 4K Gold vorne. Center Warrunner feedet ein, oder also feedet zumindest die Stampede rein. Da weiß ich nicht genau, was er da gemacht hatte. Also warum man da ist, ist klar, warum man nicht den Finger auf dem Blinkdagger hat. Ist mir nicht so ganz bewusst. Okay. Jakiro wurde gemerkt beim Wardblenden. Hat auch einen kompletten Veil gleich fertig. Was durchaus den Magic Damage ein bisschen improved. Mitten hier in Wisp. Aber keiner da. Dann ist der Morphling noch hier. Und jetzt, naja. Aber der Damage reicht nicht ganz aus. Mecha ist auch da. Pipe hat ihn. Das Leben gerettet. Runter auf 300 Leben gegangen bei 400 Leben Damage Reduction von der Pipe. Oh, oh, Gem auf dem Skywrath. Das ist böse. Das könnte er hier verlieren. Aber nein, zu viele Helden davon. Bristleback ist weit vorne. Aber kann sich nicht so ganz entscheiden. Und Force Devs sind auch sehr gut in diesem Spiel. Schöner Blink nach vorne und dann hinterher getethered. Northern Lions machen es richtig und. Scheinen zumindest zu wissen, wie sie man gegen einen Wisp spielt. Mit einem Wisp spielt, so. Gegen den Wisp weiß ich nicht. Ja, also langsam geht's Richtung Late Game. 30 Minuten. Darkseer, Bristleback, Jakiro, Wraith King, Viper sind durchaus nicht schlecht im Late Game. Die Frage ist halt, ob sie gegen den Wisp Morphling da noch bestehen können. Hat jetzt auch sein Manta fertig. Wird richtig tanky. Frage ist halt nur, ob es reicht, ne? Denn Chili Willy werden im Ultralate richtig fett. Und die. Ja, die Shotgun, die demnächst vielleicht kommen wird, auf dem Morphling, wird vielleicht erstmal nicht so viel bringen. Denn alle sind tanky. Selbst die Supports. Hier, der Jakiro hat einiges an Leben. 1400 Leben jetzt. Kein Risiko eingegangen. Bristleback ist sehr, sehr schnell mit den ganzen Warpath-Stacks. 460 für kurze Zeit. Mit dem Saint of Shasha kommt er da sehr schnell weg.
Morphling hat die Lane umgepusht, ist jetzt ein bisschen alleine im Dschungel. Aber trifft auf keinen und farmt den Dschungel noch so ein bisschen weiter. Mal schauen, ob er auf die Shotgun nachher gehen wird. Oder ob er vielleicht doch ein anderes Item holt. Butterfly oder sowas. Dafür, dass sie halt keinen Magic Damage haben, so richtig, könnte den Butterfly tatsächlich relativ gut werden. In Darkseer, die Frage ist, kriegen tatsächlich noch Down gebürstet. Hat halt die Pipe gezündet, aber danach waren es halt nur noch Physical Damage. Na, Quap. Bleibt nicht im Dschungel hängen. Was wahrscheinlich ihr Tod gewesen wäre. Rotieren nach oben, Bristleback. Läuft einmal mal wieder durch das Lineup durch. Sollte vielleicht tethern. Okay, dann tethert er halt nicht. Muss man ja auch nicht. Naja, doch, schon, aber naja. Würde nicht garantieren, dass er hier wegkommt, aber... Oh, Eisbarth in der letzten Sekunde. Wunderschön gemacht. Und beide Supports gehen hier down. Obwohl der Wisp vielleicht ein bisschen unnötig war. Hätte auf jeden Fall sich splitten können, sodass sie noch mehr Zeit oben auf der Top-Lane verbracht hätten. Oder vielleicht sogar einer von den beiden weggekommen wäre. Viper hat der BKB fertig, wird vielleicht danach auf den Aghanims gehen. Sollte sie zumindest. Denn Aghanims ist sehr super gegen den Morphling. 6 Speed weniger, Sloan, dass er halt vielleicht ein bisschen kiten kann. Ist allerdings gefunden. Will aber nicht und finden die Viper mit dem Relocate. Easy Kill, schönes Vakuum, aber kein Follow-up da. Bisschen schwierig. Successful Gank, die Viper auch nochmal aus dem Spiel genommen. Ist die Power vom Wisp, dass sie halt Northern Lines hat Möglichkeiten, die Carries aus dem Spiel zu nehmen. Und zumindest kurzfristig, kurzen Prozess zu machen. Das haben die Chili Willys halt nicht. Dementsprechend sterben die Carries von Chili Willy öfters mal. Und von Northern Lions, Morphling 2-2. Wenn wir die aufmachen. Wenn die Viper jetzt nicht 9-mal gestorben ist, von daher wird es noch relativ schwer werden, die zu einem Carry im Late Game zu machen. Bristleback ist hingegen nur einmal gestorben, zusammen mit dem Jakiro. Ist dementsprechend auch die tankigste Person dort und die fetteste Person. Basher jetzt fertig. Und der nächste, der zweite Roshan. Der, weiß ich nicht, vielleicht auf dem Wraith King diesmal kommt. Vielleicht auf dem Darkseer. Weiß es nicht. Der ist auch auf dem Shivas geht. Und das Ding nach Roshan auch fertig hat. Pushen in die Toplane. Aber ja, Roshan wird passieren. Dauert relativ lange, komischerweise. Aber bis jetzt dann dauern. Passend, wo sie Highground pushen. Shine has fallen und sie können jetzt zumindest ein paar TPs forcen. Aber nur der Bristleback reicht, down zu bekommen. Gun of Pain muss hier raus-TPen. BKB-TP ist da doch relativ einfach, weil das BKB tatsächlich nicht mehr gebraucht worden wäre. Ja, Viper hat natürlich zwei in der Mitte die Knight bekommen, whoops. Was doch relativ gut ist und das Gold ein bisschen weiter, also verhindert, dass es weiter nach oben geht. Aber wir sehen schon, beide Roshans gingen an Chili Willy und zwei Tower stehen noch. Trotzdem sind hier in Lines mit zurückliegenden Kills 3000 Gold im Vorteil. XP bleibt und steigt weiterhin in Favor of N-Lines. Jesu auf Queen of Pain. Das hilft dem Morphling auf jeden Fall, ein bisschen Minus Armor zu machen. Von daher hier kein Hex, sondern einen Deso. Mal schauen, sie ist hier im Observer Ward, ob da irgendwas kommt. Sich schnell goen wollen, aber nein. Bob ist auch relativ schwierig zu catchen, besonders mit einem BKB. Hat hier. Was? Ja. Also, ja, okay, es geht, aber es war schon ultra greedy. So, ja, ich gehe jetzt einfach, wie ich es immer mache, hier hin. Oh, hier kann man ja durchgehen. Stand halt einfach
im Gang dort drin. Also das, ja, ist nach dem neuen Patch definitiv readier als vorher. Queen of Pain kommt doch relativ einfach vom Skeleton King weg. Kann auf das DP'en. Und mit dem Orchid kann der Wraith King auch nicht mal seinen Blast werfen. Weiterer Versuch mit allen Helden die Bottomlane zu pushen. Mal schauen, wie erfolgreich das ganze Ding wird. Denn wieder wird gesplit pushed. Oh. Ups. Queen of Pain hatte da Glück, aber relocate nach unten und wieder auf einen Darkseer, der schon am Laufen ist. Vielleicht nicht die beste Idee. Relocate ist jetzt on cooldown und da oben sind sie. Er sollte definitiv. Also entweder traden sie jetzt hier. Scheint so. Aber sollten vielleicht mal unten deffen kommen. Tower ist jetzt schon down. Und jetzt gehen die Rex dran. Oh, 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 da müssen jetzt rein. Müssen irgendwas tun. Es scheint, könnten die Rex hier erstmal down sein. Wraith King verliert sein erstes Leben. Und jetzt werden sie wahrscheinlich. Holy shit. Okay. Shotgun ist fertig und wird direkt benutzt dafür, das Ganze zu machen. Na, Centaur war ein bisschen da drin, hat jetzt in der Wall doch relativ viel Damage gemacht. Auflegen muss da raus, versucht sie rauszuziehen, aber sie stoppen nicht und die ersten Rex gehen tatsächlich jetzt für Chili Billy down, obwohl sie zugegebenermaßen relativ weit vorne waren. Nutzen jetzt auch gleich die Gunst der Stunde, um noch weiteren Tower auf den, noch weiter Pressure auf den Tower zu machen. Allerdings, ach, sind gerade so am Darkseer vorbeigelaufen. Finden hier den Darkseer. Ups. Ah, daneben geblinkt. Ah, auch da ist er nicht. Geslowed ist er hier. EP in 4 Sekunden und das sollte er schaffen. Ja. Off und away. Und gleichzeitig ist das komplette Lineup noch so ein bisschen lange beschäftigt. Ja, dass sie auch in der Zwischenzeit nichts machen können. Ja, wir sehen halt, Morphling ist tanky, aber es reicht nicht. Jetzt hier die Rex verloren, weil sie einfach greedy waren und ein bisschen traden wollten und halt einfach nicht gedefft haben. Ja, wäre High Ground definitiv gut zu deffen gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal werden Chili Willy hier von unten reingehen. Und dann wird es nicht so einfach sein, da mehr Stunts auf mehrere Leute hinzubekommen. Und die Sonic Wave auf einige hinzubekommen. Ah, ne. Ist nichts zu machen ohne einen Hex gegen die Quap. Split pushen wird langsam sehr, sehr interessanter für Alliance. Haben hier. Ja. Ich weiß nicht genau. Klar, wir haben. Also Rex Advantage ist jetzt nicht so viel, aber das Game ist halt noch even. Wenn sie Lanes ausgepusht halten können, was natürlich mit so einer Combo von Morphling und Wisp relativ einfach geht, haben sie da vielleicht noch eine Chance. Die Frage ist, ob sie die anderen Lanes rausgepusht bekommen. Mit 3 zu 5. Ja, die Lanes auf jeden Fall mit 3 oder 2 Heroes, die verteidigt wird, können sie da wenig machen. Müssen halt jetzt Relocate Ganks und Pickoffs machen und damit irgendwie in die Lane rein. Billy kommt auch zum Deffen. Tau wird nicht einfach so aufgegeben. Andererseits, Darkseer alleine ist vielleicht. Ja. Vielleicht alleine nicht so gut dabei. Ah, Replica. Muss er rausspringen. Und Wisp seinem Schicksal überlassen. Keine Creepwave in der Nähe. Link ist gleich wieder ready. Und Kill für den Wisp, der einen BKB hat. Und das Ding schön zur Celebration aktiviert. Damit es ein paar Durations weniger gibt. Denn, wie jeder weiß, BKB ist ein wichtiger. Nein, ich habe keine Ahnung, wo man das aktiviert hat. Butterfinger, Panic Mode. War ihm eigentlich schon klar, dass er das tot ist. Aber naja. Und Panic TPs.
direkt weg. Aber sollte vielleicht mal blinken. Center Warrunner ist irgendwie sehr, 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 sehr wenig am Blinken hier. Kriegen hier noch einen Kill. Auf den Jakiro, aber mehr wird das wohl erstmal nicht sein. Liga ist da. Jupp. Wollte ja doch noch den Creep und better safe than sorry. Schnell raus. 3400 Gold jetzt für die Queen of Pain, die wohl auf den Shivas geht. Oder natürlich auf den AC. Wäre auch eine Möglichkeit. Bei AC hier vielleicht, weiß ich nicht. Das Kiten von Bristleback wäre schon wichtig. Aber ja. Scareth Mage ist auch sehr weit vorne draußen, dafür, dass er ein Gem trägt. Aber ist hier erstmal okay. Minus Rode für Morphling, der hier ganz alleine einen Viper findet. Ich glaube, das wird ein easy Relocate. Wo ist der Wisp? Da. Und go. Okay. Da braucht sie kein Relocate, aber Forgot Measure und um das BKB noch down zu bekommen. Sicher, sicher. Scareth Mage ist... ja, hat jetzt ein Problem. Also, doch nicht. Wenn der Dark Seal andersrum gegangen wäre, hätten sie auf jeden Fall den Scareth Mage als Kill bekommen und das Gem. Vielleicht sollten sie das mal jemand anderem geben. So, weißt du, so ein Center Warrunner, der seinen Magic Wand weglegen könnte und mit dem Heart eigentlich ein relativ guter Game Carrier ist. Das Bristleback finden sie da. Der Bristleblade ist nicht genug. Und die Illusion kriegen sie down. 40 Sekunden erstmal ohne Illu. Beziehungsweise natürlich 60. Line Split pushen auf jeden Fall sehr schön. Müssen weiter Pickoffs machen und das Game weiter hinauszögern. Je weiter sie es hinauszögern, desto unwichtiger ist es dann doch die ganze Rex Disadvantage, den sie gerade haben. Sie können weiter ein bisschen Chip Damage auf dem Tower machen. Immerhin etwas. Das ist halt gerade so ihre Möglichkeit. Bristleback ist halt unten und kann weiterhin den Tower alleine halten. Creepwave wird von sich aus auch erstmal reinpushen. Dementsprechend ist das den Tower da. Sorgt dafür, dass er rausgepusht wird. Könnte auch, glaube ich, bald soweit sein, dass er Boots of Travel kaufen wird. Bristleback finden sie da. Weiß ich nicht genau, warum Centaur da hin wollte. Dachte vielleicht, sie könnten ihn holen. Aber zurückgepfiffen. Jetzt hat Bristleback auch einen Blink. Das könnte wesentlich gefährlicher werden, als er vorher schon war. Bristleback mit dem Blink ist sehr böse für Supports. Mal schauen, ob das jetzt hier irgendjemand direkt erkennt oder zu spüren bekommt. Wie nach unten, Bristleback ist wieder da. Instant Bristleblade. Aber er kann auch einfach weglaufen und dann jetzt... ah, Blinken auch nicht. Morphling holt in der Mitte der Darkseer. Können den Bristleback soweit abhalten. Hat TP auf Cooldown. Und muss jetzt versuchen, nach oben zu laufen. Und das wäre die Chance, zumindest den T2 unten zu hauen. Weil Bristleback muss auf jeden Fall nach oben laufen. Müsste. Aber ja, hat gesehen, okay. Oben werde ich nicht gebraucht. Ich bleibe lieber hier und defe den Tower. Sinnvoller. Definitiv sinnvoller von Tokasan. Allerdings wird das oben erstmal nicht weggehen. Wenn hier weiterbleiben. Viper Strike kann es ein bisschen slowen. Aber immerhin weiter. Glyph ist jetzt geforst. Scareth Mage wird hier oh, ganz knapp. Beide Disables kurz dahinter. Tower geht jetzt down. Jetzt, ja. Muss er leider ihn retten. Und sie gehen tatsächlich sneaky in Roshan rein. Was tatsächlich gesehen wurde. Also Wisp wird zurücklaufen, ja. Aber zu spät. Zu spät, und da kommen sie definitiv zu spät an. Kein Smoke hier. Und nachher. Tatsächlich überlebt der Wisp das doch ganz. Ach nee, Quatsch, Moment. Was? Sind von. Ach so, sind. Okay, sie sind von
vom Roshpit nach oben tipiert, um den Tower zu holen und dann zurück zu Roshan. Relativ cool gemacht einfach. Dadurch, dass sie halt oben Pressure machen, sie müssen oben reagieren. Und dann können sie Roshan machen. Wenn alle in Roshan gehen würden, würden Morphling einfach oben bleiben und die Rex holen. Von daher, schöne Zwickmühle, die denen den Rosh verschafft haben. Haste-Rune für Scarif Mage lässt ihn auch sehr, sehr, sehr aggressiv hier spielen. Und vielleicht, ja, sollte er doch hier raus zipien. Ist sich noch nicht sicher, würde gerne weiter Split pushen. Aber Bristleback findet ihn hier. Oh, geht da nicht rein tatsächlich. Knappe Sache, knappe Sache. Morphling pusht weiter den Tower. Macht einiges an Damage, hat ein Replika, ist somit completely fine. Und holt den Tower, geht raus. Kein Denial. Bisschen zu spät. Und in der Mitte finden sie eventuell... Nein, Centaur wird da gefunden. Aber zurückgeworfen. Morphling ist jetzt drin, Stampede ist draußen. Centaur Warner kriegt Damage, aber Jakiro stirbt als erstes. Die Wall steht. Die Morphling, Illu macht Morphling sehr, sehr viel Damage. Aber geht dann doch down. Wraith King stirbt zum ersten Mal. Kriegt sehr viel Damage hier, die Queen of Pain. Aber das zweite Mal direkt down vom Wraith King. Und jetzt, es liegt an der Viper zu sterben. Morphling Elo macht sehr, sehr viel Damage, aber 0 zu 4 hier der Trade. Anlines sind wesentlich trotz der Rex weiter vorne und kriegen hier wahrscheinlich 2 Lanes of Rex, Mitte und oben. Ach du Scheiße. Ja, GG von Chili Willy. Northern Lions haben hier nicht, also nicht so komplett überzeugend, you know, aber haben hier richtig stabil beide Spiele des Best of Threes geholt. Puh. Und haben gezeigt, dass Morphling Wisp durchaus imbar ist. Eigentlich imbar, aber sehr, sehr gut dabei. Gut, Chili Willy gegen Northern Lions. Northern Lions gewinnen das erste Qualifying, diesmal richtig, der ESL Thinkfast Razor League am ersten Sonntag. Wir schauen mal, ob sie diese Führung auch die nächsten 3 Sonntage durchhalten können. Oder ob sie dort... Oder ob es halt dort wieder dasselbe Finale gibt oder ob es diesmal ein anderes Team gibt, was gegen sie antreten kann. Ich bin Sys und Dota. Ihr könnt das hier auch auf meinem YouTube-Account nachgucken. Bis dann einfach. Bis dann, auf Wiedersehen.